Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist heute ein paar Pakete angekommen. Einmal von Amazon und einmal von Figuer. Das wollte ich gerne noch mit euch zeigen. Ich habe hier halt noch eins liegen, das ist von Ami Ami. Das werde ich aber auch noch mal extra filmen. Ich hole jetzt gerade die Mangas hier mit und noch Filme habe ich hier bestellt. Halt noch mit hier liegen. Und halt eine kleine Figur bestellt, die ich auch noch mit hier rein tue. Das ist halt wirklich nicht viel von Figur, deswegen warte ich das in allem. Und warum war das jetzt auf einmal so dunkel? Das ist nicht lustig, ja. Ich würde sagen, wir fangen mit der Figur-Bestellung an, weil das sind so Anhängertechnik und die ich mir definitiv sofort bestellt, weil mega nice, weil ich die schon mal gesehen habe. Einmal von Fate, Extella Acrylic Keychain von Archer. Die haben sie, glaube ich, reinbekommen und ich dachte mir so, die bestellst du dir mit und noch sofort, wenn sie drin sind. Dann sind sie nämlich weg. Und das war, glaube ich, auch so. Ja. Also ich habe sehr viel von Gil. Aber halt nicht so viel von Archer. Von Ozzy gibt es nicht so viel. Also, ja. Von Saber gibt es zwar auch schon sehr viel. Aber Saber so Stuff ranzukriegen ist eigentlich einfacher. Und ja, als die anderen Boys. Es hängt voll hinten fest, das ist nicht lustig. Ja, ist festgeklebt. Nicht nur, ich Kumpel. Ja, auf jeden Fall sind die Anhänger von Fate Extella. Die dann hier hinlegen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt zu dunkel ist. Och. Meine armen Augen. Ja, auf einmal hier. Archer, die sieht mega nice aus. Und wie gesagt, habe ich hier noch Gil. Das ist bestimmt auch hinten festgeklebt. So. Wie gesagt, hier ist einmal Gil. Sieht einfach mega nice aus. Ja. Dann habe ich mir noch dort bestellt, einmal von hier, auch von Fate, solche Rubber Straps. Das waren, glaube ich, es ist immer nur zwei, die eine und dieselben. Also, ich will nicht spoilern. Ja. Das ist jetzt Archer. Packen halte ich mir auf, hebe ich mir auf. Die kann man ja immer wieder reintun. Ich werde das jetzt erstmal fix auspacken, nicht auspacken. Ich werde jetzt erstmal noch die zweite Person hier rausholen, die ich habe. Und das ist dann nämlich Shiro. Ich mag den Boy, okay. Ja, ich will halt nicht unbedingt spoilern müssen, aber die beiden sind halt hier der und hier der sind halt dieselbe Person. Ja. Wer Fate noch nicht geguckt hat, also Fate, Unlimited Blade Works oder Heaven's Feel oder die alten Animes von Fate, es tut mir leid. Ja, auch wenn Apocrypha nichts damit zu tun hat oder Last Encore. Ja, auf jeden Fall hier. Ich habe eine Schere, ich packe sie aus. Rausgesetzt bin, die Schere liebt mich. Auf jeden Fall ist hier Shiro. Er sieht einfach mega knuffig aus. Und hier ist einmal Archer. Ja. Sieht auch mega süß aus. So. Ich wollte mal eigentlich noch von der Reihe ein Gil dazu geben, aber den gab es schon nicht mehr. Ja, okay. Dann kommen wir einmal zu der Manga-Bestellung. Manga-Bestellung, vor allem Amazon-Bestellung. Sind Mangas dabei? Ja.
Einmal hab ich mir da Kamisama Darling geholt. Ich bin mega gespannt, wie der Band weitergeht. Also ich habe so lange gewartet. Ja. Dann einmal Come to Where the Bitch Boys Are, den zweiten Band. Mit Limited Edition. Und dann noch Tanya the Evil. Ich habe mir den Anime noch nicht angeguckt. Höchstens ein paar Szenen, weil mein Bruder es mal geguckt hat. Aber ich will mir den unbedingt angucken. Also deswegen habe ich mir jetzt auch noch den Manga dazu bestellt. Weil ich höre zurzeit auch das Opening sehr und das Ending. Also deswegen auch, ja. So, dann einmal noch weiter zur Amazon-Bestellung, weil das sind nicht mehr so Animes, die ich mir geholt habe. Ich fange jetzt mal mit der. Einmal High Speed, Free Starting Days. Es ist eigentlich jetzt nichts Specialhaftes drin. Und das Cover. Und einmal hinten. Oh, diese FSK-Zeichen, die schwören, ne? Die sind überall. Haben die ja noch durchsichtig, dass man die kaum sieht, finde ich jetzt. Hier. Dann einmal, das war ein Zweier-Movie, Free, Timeless Medley, The Bond. Es ist übrigens relativ schwer, das rauszubekommen. Das sieht übrigens hinten aus. Ich bin mal gespannt, was in dem Film vorkommt, weil ich denke mir eigentlich, das hat was mit den Staffeln zu tun, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich pack das jetzt nicht rein. Ich lasse das mal kurz so hier liegen. Und dann ist hier auch nochmal Free Timeless Medley, The Promise. Ja. Passt eigentlich sogar ganz gut, weil Dings kommt ja auch die dritte Staffel, so wie ich das richtig mitgesehen habe. Genau. So, das war das kleine Unboxing von dem Amazon-Paket und dem Figur-Paket. Wie gesagt, wenn das Figur-Paket so klein ist, dann kann man das auch alles in einem packen. Ja. Deswegen. Ja, auf jeden Fall war es das schon mit dem Video. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!